Dann ein ganz großes Thema ist auch die Partizipation, also dass die Kinder nicht nur in der Theorie vermittelt bekommen, dass sie ein Teil der Gesellschaft sind und dort auch was bewirken können, sondern dass wir sie wirklich mitnehmen, im konkreten Beispiel jetzt beispielsweise in der Caritas, wo wir Kleiderspenden und Sachspenden abgegeben haben und dort vor Ort waren, hier bei uns in der Olga-Straße. Der Leiter hat uns viele Dinge erzählt, die Kinder haben viele Dinge erfahren, warum manche Menschen auf der Straße landen dann am Ende und haben dann auch Vorurteile abbauen können. Und wenn man hier in der Stadt Stuttgart lebt, dann gehört das auch zum Stadtbild dazu. Und deswegen ist es wichtig, dass man das sowas nicht ausschließt, sondern dass man sich mit dem Thema beschäftigt. Partizipieren die Kinder im Landesmuseum im Rahmen von Ethik. Da wird das neue Thema wird sich um Streit und Zoff handeln. Und da kommen dann Leute vom Landesmuseum immer hierher und besprechen das mit den Kindern und bekommen so Input von den Kindern. Die Kinder bekommen Input und sie gestalten praktisch wirklich diese neue Ausstellung für nächstes Jahr mit. Genauso. Also ein schönes Beispiel hier in der Schule, das war im Ethikunterricht. Die Kinder haben ja die Umgebung beobachtet und geschaut, dass hier vor der Schule im kleinen Garten ganz viel Müll geschmissen wird. Haben sich Gedanken gemacht und auch gesehen, dass keine Mülleimer hier vor der Schule gab, sonst in einem sehr großen Abstand oben bei der Haltestelle und bei der nächsten Haltestelle beim Olga-Eck. Dann kam es einfach die Idee, dem Bürgermeister zu schreiben und nach Mülleimer zu fragen. Und so haben wir das auch bekommen und es sieht ja schöner bei uns. Ja, im Stadtpalais haben die Kinder damals einen Audioguide verfasst. Ich weiß bloß nicht mehr genau, welches Thema das war, aber das war für die Kinder natürlich auch sensationell, ihre eigenen Stimmen zu hören. Und die haben einen Audioguide produziert für andere Kinder. Also wenn die Ausstellung im Stadtpalais besucht hatten, dann haben die Kopfhörer bekommen und die Galileo-Kinder haben praktisch dann dazu gesprochen. Oh,